Tobias. Wir zocken immer noch, genau. Nicht auf mich schießen, bitte. Von mir die Straße lang gelaufen. Und suche meinen Rucksack. Dann? Ah, da, ah, so. Ich wollte gerade sagen, seit wann hast du denn Gehirn? Aber okay, das ist. War dann doch nur ein Hirsch, ja. Hast du noch mal, Sabine, hast du noch mal Pause, ne? Machst du noch mal ein Frühstück? Los an, Bye. Ich nehme mal alles, was im Rucksack war, wenn ich darf. Genau, und du beschützt mich jetzt. Ich Wenn ich versuch's. sterbe, bist du dran schuld. Ich bin hunted. Echt? Moment, Moment, wo bist du hin? Ich stehe hier zwischen den Pickeln. Seh dich nicht, ich seh dich. Ja, ich habe natürlich doch, hier ist meine Shotgun. So, das ist Brass, das. Haben wir noch Pfeile? Zwei Crossbows nur noch? Ist nicht viel. Also Federn habe ich auf jeden Fall. Warte mal. Federn habe ich noch. Schmeiße ich auf den Boden. Federn habe ich aber keine. Doch, Stickies habe ich keine. Steine fehlen mir. Vorne liegen zum Beispiel Kreuz. Warte mal Rechts ganz von dir. kurz. Ich habe hier gerade mal ganz kurz so ein. Danke. Oh, das tat mir jetzt mal richtig gut mal wieder. Ja. Den hätte man jetzt ja sonst in Walking Dead mäßig irgendwie mit dem Stiefel zerquetschen können. Aber nein, das geht hier leider nicht. Das würde ich gern machen können, so. In your face. Mit dem Stiefel ins Gesicht. Bam. Yes. Ja. Also hier, da wo ich jetzt bin. Also was ich dir, ich kann dir auf jeden Fall die andere Pistole geben, wenn du magst. Nö, nö, so. Alles ganz gut so. Wir haben gleich vier und sollten uns dann mal überlegen, ob wir uns eine Behausung suchen. Sagst es. Ja. Und was wir auch brauchen ist, verdammt. Verdammt. Was wir auch brauchen ist, ein Schlafsack. Immer in der Tasche. Tatsächlich ein Ding. Gut. Baumwolle rum, ich meine hier. Ja, das Ballsteine. sammel mal. Brauchst 12 Baumwolle. Ich glaube, 12 waren es, oder? Waren es mehr? Hi, Puh, schlaf gut, mein Lieber. Vielen Dank fürs Zusehen. Sei auch das nächste Mal wieder dabei. Wenn der Mr. Omme einen Stream anwirft. Wer ist denn Immer. Puh? Puh. Der Puh 81 AFK Bob. Oh, ja, gute Ja, genau. Nacht. Ja. Hast fast vergessen, dass er da war, ne? Ja, es ist schon schön, irgendwie die gleichen Leute bei dir immer wieder zu Die Namen sind Spaß. echt manchmal echt lustig. Es tut mir sehr schwer, weil ich manchmal. Ich lese gleich. Und dann sollst du dann einen neuen Follower begrüßen und dann denkst du so, warte mal ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Achso, ich sollte mir erstmal Crossbows machen, bevor ich schieße. Und bevor ich hier noch mehr anlock, mehr Zeugs und Gesocks. So, warte mal. So, du bereitest unser Nachtlager, ja, habe ich gehört. Ich sammle gerade vor allem Baumwolle für so einen Schlafsack. Ja. Ich spiele gerade mal ein bisschen Fang mit den Jungs hier. Aber auch heftig hier eingestellt. Diese Welt ist echt wirklich Ja, die geht. riesig, echt. Oh, die geht, würde ich sagen. Aber jedenfalls. Überlege, ob ich die mal ein bisschen rauslocke hier aus der Stadt, hier die Dudes. Oder ob ich wirklich meine ganzen Pfeile für die verschwende. Das ist die Frage der Fragen.
Auf jeden Fall steht hier ziemlich am Dorfeingang, da wo wir reingekommen sind, ein dreistöckiges Steingebäude. Das wäre was, ne? Hat der mich erschreckt? Auch untergekommen. Alter, der liegt unterm Haus. Was hat er mich erschreckt? Nicht sterben jetzt, nicht sterben jetzt. Nicht sterben jetzt, nicht sterben. Ich glaube, jetzt zu sterben wäre echt das Dümmste, nachdem ich hier rübergelaufen bin, eine ganze Stunde lang. So, wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe, glaube ich, noch nicht genug, ne? Von der Baumwolle, meine ich. Ich habe noch zwei Stoffen übrig. Würde ich auch gerne loswerden wollen. Also, schlimmstenfalls tropse einfach. Gerne mal in deine Richtung. Es kommt aber Besuch. Ah. Denk dran, ne? Es kommt aber Besuch. Warte mal, ich muss jetzt mal ganz kurz. Erst mal. Warte mal, weg damit, weg damit. Doch, liegt hier am Boden. Würde ich sagen, lass uns. Zwei Etage gut. Ich denke, du wolltest in dein Haus gehen, habe ich gedacht, dass du es sagst, aber gehört habe ich nicht viel. Ja, davon. Dieses Steinhaus. Ja. Jawohl. Am Rucksack läufst du vorbei, ne? Musste. Wir gucken, ne? Auf dem Boden. Haben wir da schon einen schönen Aufgang? Ich bin proppenvoll. Ich kann sowieso nichts mitnehmen. Man kann immer was mitnehmen, wenn man nur will. Genau. Ein bisschen Loot geht immer. Jo, dieses Ding hier hatte ich gedacht. Müssen wir nur mal rein hier. Warte mal. Ich hatte doch so eine Tür auf. So eine Hacke. Ja. Immer, genau, immer unten und dann kannst du schön reinkriechen. Weil das Springen manchmal klappt ja nicht. Hier sind Leute drin. Das ist nicht schlimm. Nicht schießen mit einer großen Waffe. Hast du so? Achso, ich habe ja noch nichts. Schieße tot. Vor allem, ich habe nur was Großes. Dann schieße tot. Wollte doch Bows machen. Da sind aber welche, ne? Zu. Was rein, dann haben wir auf Uhr. So. Schön. Wir haben ein Haus. Ja. Also zu trinken, Haus. Bierchen. Und hinten ist die Tür offen. Das ist ja geil. Jo. Hier lüftet wieder einer zu viel. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch, oder? Und gute Nacht sagen. Komm hoch. Reicht das eigentlich oder mehr Stufen? Also, ja, genau, so würde ich es auf jeden Fall halten, mindestens. Kann man da super zwei Frames hinsetzen. Komm, lass uns die Dinger dann noch wegmachen. Das ist doch eine spitze Hacke, oder? Oh, ich sehe gerade, die Leutchen gehen ins Bett, so langsam. Mein Stream wird leer. Bleib auf deiner Seite, dann kannst du. Star Treks. Du bist verrückt. Du hängst komm fest? Ich, ja, ich komme nicht durch hier an dir. Du stehst im Weg. Gut. Geht's jetzt? Oh, jetzt ist das Ding hier. Geduckt hoch und weg. Genau, ich gehe mal hoch aufs Dach. Ich werde mich da mal entspannt hinstellen und mal gucken, was hier schon wieder Star Trek für eine Donation reingehauen hat, der Verrückte. Du Verrückte. Ja, ich weiß, der Donation-Sound. Du musst mich natürlich wieder dran erinnern, an meinen miserablen Donation-Sound. Ich habe heute schon gesucht nach einem neuen. Ich kam noch nicht dazu, mir einen richtig schönen, geilen neuen rauszusuchen. Ich krieg geschimpft. Ich krieg wirklich geschimpft. Ich hab's auch verdient. So, lass mich erstmal die Jacke anziehen, bitte. So. Die Viecher hier so laut hier oben drin. Ja, lass sie doch einfach. Lass sie gehen. Lass sie einfach gehen. Haben wir noch was zum Draufsetzen da oben auf die Leiter? Ja, gell? Ah, da kann. So, also, ich werde mal hier mich hinsetzen. Ich tapp mal ganz kurz raus und weil dieses Spiel im Fenstermodus läuft, ich krieg kurz den Pausebildschirm und irgendwas klingt schwierig. So, mein Lieber,
Gucken wir mal. Ist schon wieder ausgeschickt. Oh nein. Oh nein. Das ist der Wolf. Cool, von der Wolf. Also, jetzt machen wir mal einen kleinen Sing-Sang-Song. Das heißt für mich, ich mache mal eine kurze Pause. Das ist eine kurze Werbeunterbrechung. Und das hier ist alleine nur von und mit und für Star Trek. Oder? Okay. Ich komme gleich wieder. Ich hole mir noch ein kleines Getränk und gehe noch eins wegbringen. Bis gleich. Hi Bamchick, grüß dich. Egal. Der Wolf und seine Ode an seine Lieblingslehrerin. Oh shit, Frau. Genau. Oh shit, Frau Schmidt. Vielen lieben Dank dafür. Star Trek. Und ich muss mich wieder mal entschuldigen für meinen miserablen Donation Sound. Oh ja, oh ja. Nein, das machen wir nicht. Wir machen nicht Frau Schmidt als Donation Sound, oder? Nein, nein. Wobei, für so Spiele wäre das ganz lustig, oder? Nur ich will irgendwann mal vielleicht einen Gruselschocker machen, da geht es nicht, da kann man das nicht bringen. So, wo sind wir stehen geblieben? Mr. Airmon. Airmon hat sich gemutet, da kann er nicht viel sagen dazu, ne?
könnte mal eine Kiste bauen hier und ein bisschen Kram loswerden. Und dann gehe ich mal die Stadt looten mit dem lieben Ermon. Wenn er noch da wäre. So. Ja, der Bam, der war ein bisschen eine Weile weg, ne? Nein, nicht ein Leben, ein Tod. Gott sei Dank nicht. Bamchick, bitte frage nicht, wie das zustande gekommen ist. Aber wir spielen hier auf Andy Surfer und das ist nicht mein Heimatsurfer. Und deswegen, siehe da oben, der Omme ist schon 9-mal gestorben. Ich fühle mich wie 90-mal gestorben. Ja, ja, alle warten auf den Ermon. Und er ist gemutet und er weiß gar nichts davon. Wahrscheinlich schwätzt er schon die ganze Zeit. Weil er macht Sachen hier, ich höre es gerade. Und ist immer noch gemutet, der Ermon. Komm, ich snack mal eine Dose. Was wir nicht haben, ist ein Campfire. Haben wir Steine für Campfire? Ja. Machen wir uns ein bisschen warm hier oben. Wie, du hast noch andere Verpflichtungen? Das geht nicht. Chick. Hast du mal Felix einen schönen Gruß gesagt? Felix mal einen schönen Gruß bestellt. Wir haben nichts zum. Wir haben ja gar keine Sachen zu machen hier. Kein Topf, nix. Was habe ich dann da? Naja, ich habe einen Campfire gemacht. So, wir haben. Eigentlich nur Shit dabei. Oder? Nur Shit dabei. Was ist denn? Frame geschissen. Ermon, du musst mal wieder TS aufmachen, bitte. Ist gemutet, mein Lieber. Ja, unten klopft einer an, toll. Bestimmt Essen dabei gehabt, der Junge. Und wenn das liest. Oh, und da ist er weg. Mal gucken. Vielleicht kommt er nochmal rein. Vielleicht ist ja nur ein Anzeigefehler. Da ist ja auch Gunpowder. Komm, stellen wir es daneben rein. Ah, ihr werdet schon merken. Wir machen einfach weiter das, was wir immer machen. Wir machen lecker Sachen hier. Wir machen leere Gläser. Was wir nicht haben, ist leider Gottes. Oh, wir könnten uns. Wenn wir einen Topf hätten, könnten wir uns Kaffee kochen. 3x4. Federn, dann machen wir uns noch den Rest an Crossbows. Ja. Ja, okay. Ob das geht? Das funktioniert nicht. Scheiße. User joined your channel. Hi. Immer noch gemutet. Mann, mach's Mikro auf, Digga, komm. Da irgendeine Taste fürs Mikro, oder? Guck mal, er schaut sich um. Ich hätte die Dinger zubauen müssen. Du bist immer noch gemutet. Du, schau doch mal bitte. Du hast doch irgendwo einen Mute-Button im TS. Kannst bei TS dich normal entmuten. Da oben ist dieses Mikrofonsymbol und da drückst du mal drauf mit dem Mauspfeil und dann bist du voll aufwertend mit Eisen, mit Scrap, genau. Kriegst es hin. Auf. Da dazugehören. Komm. So, ich habe die letzten Federn gemacht. 100 Crossbows.
Mit Obsidian einbauen. Geil. Geil, geil, geil. Blender, das ist eine Idee. Hörst du mich? Ja, leise, aber ich höre dich. Oh Mann, ey, was für eine Odyssee hier wieder. Tut mir leid, ich habe da echt wenig Erfahrung. Okay. Tut mir echt leid. Xanvalon, hallo, grüß dich. Nabend. Ärgerlich. Was hast du gemacht? Sky Rage. Grüß dich, mein Lieber. Willkommen. Jetzt hast du mich hunted, ne? Du hast mich jetzt gesehen. So, wir kriegen Besuch von unten. Bin hunted. Hast du einen Schlafsack gesetzt? Ja, habe ich. Hier oben? Ja, gerade eben. Okay, da. Ja, da ist meiner. Da ist deiner. Ich baue deinen ab und töte dich. Wir spielen Bed Wars. Kennst du Bed Wars? Nee. Du bist kein Minecraft-Spieler. Geil, das wäre doch was, oder? Ich habe so wenig Minecraft gespielt in meinem Leben, aber ich weiß, was Bed Wars ist. Nein. Ja, das müssen wir echt mal machen. Ich würde auch so gerne mal irgendwann mal... der Grinch zum Beispiel, der will mit mir immer schon ein bisschen Minecraft zocken. Der hat ein schönes Projekt. Viel zu Beast. 160 Mods hat er da am Laufen. Und der will Skyline Factory, irgend sowas in der Art, will er mal zocken. Hat er schon gesagt, hier, da bin ich mal dabei. Und er wird sich mal rausstellen, wie viele Leute hier von meinem Channel auf Minecraft stehen. Da bin ich mal gespannt. Also es wird kommen, dass ich Minecraft auch mal streame. Sag mal, erklär mir doch mal lieber, warum wir jetzt eigentlich hunted sind. Tyler, hi, grüß dich. Very welcome hier on my channel. 10 past 3 at morning here today, my time. Very welcome. Yes, hi dude. Tyler kommt ein bisschen aus Amerika und freut sich bestimmt, ja, auch mal wieder dabei zu sein. Genau, ich kann meine Kinder fragen für Minecraft, aber ich... Bamchick ist in Minecraft-Hype. Das ist gut, das weiß ich. Du spielst auch. Wir sind hunted, weil ich bin hunted. Ich habe mich gezeigt mit meiner vollen Pracht. Ah? Mhm. Mit meiner ganzen... ich sag's nicht. Ja. Es könnten herrlich, Kinder zuschauen. Herrlichen Erscheinung. Genau. Ja. So. Ich bin einfach der Meinung, dass ich mal was wagen sollte. Sag ich mit. Jo. Ich will aber nochmal vorher schauen. Ich habe 102. Die untere Etage haben wir eh nicht aufgeräumt. Da könnten wir jetzt auch mal die Tür aufbrechen. Ich weiß nicht, wie weit sie kommen. Die können eigentlich nicht rein, oder? Naja, oh, ich höre sie aber trapsen. Hör ich auch. Am besten lädst du mal deine Waffe nach. Die ist gut nachgeladen. Okay. Du jetzt hin, hast du. Bist du rund? Ach. Nee, ich stehe hier. Was ist los? Ja, ist schon gut. Ich wunderte mich. Ich dachte schon, du wärst durchgelatscht und hättest die okay. Frames wieder hinter dir aufgebaut. Ich habe gerade gelacht, du lachst, weil ich keine Hose an hab. Nein, darüber würde ich doch niemals lachen. Ja, kein Gegner hier, ne? Ich mach mal hier die Etage auf, das ist doch eh egal. Wollen wir mal gucken, was hier drin ist. Ja, wahrscheinlich sind da Dudes drin. Die sind die Wand hochgelaufen, ne? Ja, denn, wenn ja, dann müssen wir das Tor dringend zumachen. Ja, dann wäre es eh zu spät. Wir brauchen eigentlich nicht kriechen, ne? Wir sind eh hunted. Ja, stimmt, hast recht. Ne, hier ist kein Loch drin, wie du siehst. Fenster sehen zwar nicht mehr so ganz gut aus, aber das ist eigentlich kein Problem. Leider gibt. Hat einer Hunger? Haust du da gerade irgendwo hin, Nege? Ich durchsuche nur die Schränke. Ja. War hinten den Spiegelschrank noch nicht. Mal rein. Welcome! Hi! Na? Irgendwo da unten rum, ey. Diese Sache. Wegen der Tagesmission? Okay. Ihr habt so Tagesmission-Kram, ne, gemacht, ne? Tagesmission?
Okay, hier könnte man raus. Solange kein Spider kommt. Ich traue mich nicht weiter raus irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ja, mach keine Scheiße. Das ist, muss ja jetzt auch nicht sein, ne? So, oh, sag das nicht, ne? 0.30 Uhr am 54. Tag. So kommen wir doch mal ein bisschen raus, oder? Ja, spazieren im Mondlicht. Ja, ja, warum nicht? Oh, da ist ja einer. Hi, Dude. Hello. Au. Oh. Die kloppen sich gegenseitig. Die hauen sich auf die Fresse hier. Geil. Boxkampf. Das sieht aus wie ein Boxkampf. Geil. Und die Schwester hilft ein bisschen. Hier Verbände anlegen. Adrian. Adrian, schnapp mir das Auge auf. Geil. Geil. Kommt, Leute. Ist gerade aufgestiegen? Ja. GZ. Danke. Ich schieße voll die Löcher im Boden, gell? Ja, da unten macht's ja nichts. Was für eine Action. Wie spät mag es jetzt beim Tyler sein, frage ich mich gerade. Kommt drauf an. Von wo ist er denn eigentlich? Der kommt irgendwo von Amerika, das weiß ich noch irgendwie. Und ich habe den Start leider vergessen. Und mein Englisch ist leider Grotte. Ja, frag ihn doch. Nach dem Motto, what's your local time oder irgend sowas. Oh, das klingt ja schon mal angenehm. Aber du hast die Sache ja schon gestellt. Da unten, der Kleine, der geht immer weiter rein, ne? Oh, jetzt nicht mehr. War da was? Jo, jetzt nicht mehr, ne? Genau, what's your local time, Tyler? Yeah. Don't talk about Fight Club. Yes. Ramchick. Genau. Wieso bin ich eigentlich hunted? Ich weiß gar nicht warum. Ich bin's auch. Kann ich verstehen warum. Sind die jetzt hier drin oder nicht? Du hast die Frames wieder hingesetzt. Aber lass doch mal lustig sein, komm. Bring mal runter, oder? Findest du lustig? Nee. Erstmal hier irgendwie. Hier sie im Haus, sehe ich sie nicht. Second rule. Do not talk about Fight Club. Ah, der Film ist geil. Krieg schon wieder Bock, den Film zu sehen jetzt, ne? Ja, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, das stimmt. Beim Chick. Jetzt hast du aber schon wieder Scheiße gebaut. Jetzt will ich Film gucken, ne? Was die Shotgun für eine Power hat, dass die da die Löcher reinhaut, ne? Und wie ist die dritte Regel vom Fight Club? Da sind Köter unterwegs. Kann gar nicht sein. Ja, da ist er auch. Oh, Kacke. Wieso? Wir schießen einfach weiter auf die Stelle. Irgendwann ist ein Loch, das ist so tief, da kommt keiner von den Zombies mehr raus. Jawohl, ich hab ihn. Nein, ich hab ihn. Vorsicht, du stehst echt, also wirklich nur noch mit der rechten, nee, mit der linken, mit der linken Ferse stehst du gerade. Ja, solange ein Fußspitze noch drauf ist.